So, wir sind jetzt am Hafen angekommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo Smudo ist. Jetzt muss ich erstmal die Papiere zusammensuchen und ja, dann gehen wir ihn mal holen. Das Auto ist nicht da. Was? Ja. Das steht irgendwo anders vielleicht. Also es war anscheinend auch nicht auf dem Schiff. Oh mein Gott. Wir sollen jetzt schauen, Auto Import Export da irgendwo. Irgendwo. Auto Import Export. Hier, G Logistics. Smudo ist da. Ich muss nur mal die. Schau mal her. Siehst du ja gar nicht mehr raus. Der war mal weiß. Nur jetzt erstmal saugen. Der Kleber hat sich gelöst. Aber sie haben es gebraucht. 10 Sekunden vorglühen. Das ist ein Diesel. Das ist auch Spanisch. Nee, Spanisch. Und Jago hat auch schon sein Plätzchen wiedergefunden. Ja. Dann fahren wir jetzt noch durch den Zoll. Und ab geht's, würde ich sagen. Ja, Smudo ist jetzt da. Wir warten gerade am Bahnübergang auf so ein kleines Bummelbändchen. Da hinten seht ihr es kommen. Da. Oh, und da muss erstmal getankt werden. Das. Obwohl, geht ja. Viertel. Ja, für 500 Kilometer braucht man schon mehr wie ein Viertel Tank. Und geputzt, das Ding ist saudreckig. Ey, Leute, richtig putzen mal. Bin ich schon gespannt. Ach, und dann können wir erstmal den T3 anschauen. Ich habe ja schon Spuren entdeckt, da hat jemand versucht einzubrechen bei mir. Ihr glaubt es nicht. Entschuldigung, wenn ich mir gerade so gerade ausschaue, ich muss mich halt irgendwie auf die Straße konzentrieren. Ja, ich zeige euch morgen mal den VW-Bus, wie der jetzt ausschaut. Oh, jetzt fahre ich erstmal. So, wir haben gerade am Rastplatz angehalten. Kurz bei Burger King ein Burgerchen holen. Tanja ist gerade drin und ich schaue mir gerade mal den VW-Bus an. Ah, Leute, 2 Monate war der jetzt ohne uns. Oh, das ist so toll, wenn du hier wieder reinschaust, den Ausbau wieder siehst, die Matratze, wo du ein paar Jahre drauf gelegen hast. Oh. Oh. Ich werde schon sentimental. Aber die Trennwand ist noch drin. Die habe ich jetzt nicht rausgemacht, weil wir sonst irgendwie zu spät, ich will nicht in der Nacht fahren, zu spät nach Hause kommen würden. Und das Stinkerle. Jago? Jago? Ja, wer ist da? Ja, unser Jago ist auch mit dabei. Und wir sind ja mit dem Sprinter nach Bremerhaven gefahren von Bad Kissingen. Hier. Das ist ja unsere fahrende Toilette sozusagen. So ist toi toi. Weil wir ja nicht auf die Rasthof-Toiletten da gehen wollten, haben wir gesagt, nehmen wir unser Porta-Potty mit zum Pieseln, wenn du unterwegs mal pieseln musst. Und der Sprinter fährt sich richtig toll, also wow. Und hat jetzt, wir haben jetzt gemessen, wir haben jetzt 500 Kilometer nach Bremerhaven gefahren oder sind gefahren und er hat verbraucht 52 Liter, also 10 Liter auf 100 Kilometer. Nicht schlecht. Ach, guck mal, wer da kommt. Jo, Essen. Abendessen. Wir sehen uns später. Mach Platz. Sprinterfütterungszeit. Und komm! Er baut die Pommes in der Wand. Komm! Ich glaube, wir fahren jetzt weiter. Der will Pommes haben. Ist alles weg! Ist alles weg! Guck! Da ist nichts mehr! Oh. Ach, Mausi! Ah.
Der T3 stinkt ein bisschen so angequalmt. Ja, der stinkt nicht. Der riecht nicht gut. Mhm. Müssen wir mal gucken, wenn wir daheim sind, was los ist. Bremsen sind auf jeden Fall nicht heiß. Geht auch nicht den Berg runter, aber es geht auch die Kasseler Berge hoch, gell? Ja, nee, das machen wir nicht. Wir fahren Kasseler Berge. Tschüss, Mann. Tanja ist. Boah, ich zeige euch mal hin. Ich fährt hinter mir. Und der Bus geht ab. Wie Schmitzkatz. Also richtig toll. Ich hatte die Kasseler Berge immer so krass in Erinnerung. So total steil und ganz langsam. Aber ich glaube, das langsamste war jetzt 88. Mann. Ich kriege echt sentimentale Gefühle gerade mit unserem VW-Bus. Jetzt wird es aber langsam dunkel. Der Kleine schläft. Ja, der T3 ist wieder bei uns in Bad Kissingen. Wir haben ihn ja gestern aus Bremerhaven geholt. Und ich habe euch ja gestern schon auf der Fahrt gesagt, wir haben Einbruchsspuren gefunden. Also es hat wirklich jemand versucht einzubrechen. Jetzt bin ich so froh darum, dass wir das Ding so gut gesichert haben. Wir haben ja richtige Verriegelungen drin. Ich habe eine Trennwand eingebaut. Ich schreibe euch unten mal in die Beschreibung rein, was wir alles gemacht haben. Am besten, ich schreibe noch einen Bericht darüber, weil es ist echt so wichtig. Man hört immer wieder, wie auf den ganzen Verschiffungen die Wohnmobile, die Camper, alles ausgeraubt wird, die Elektronik ausgebaut wird, die privaten Sachen geklaut werden, teilweise wirklich das komplette Ding, der Innenraum leer gefegt wird. Und jetzt nehmen wir euch mal mit, ich zeige euch mal, wo sie versucht haben einzubrechen und was sie alles gemacht haben. So, als erstes zeige ich euch mal, das Tolle ist ja, es ist ja alles so dreckig hier. Hier, seht ihr, das ist das Schiebefenster, das haben sie versucht aufzumachen. Da haben sie auch überall probiert reinzuschauen. Hier auch. Also ihr seht wirklich die Spuren, wo sie halt versucht haben, es aufzumachen. Mit den Händen auch überall gewackelt haben hier. Angefasst haben hier. Versucht haben reinzuschauen. Und das gleiche halt auch hier. Ihr seht, es ist wirklich, das ist nicht erst frisch, sondern da hat wirklich jemand versucht, was zu machen. Das wäre jetzt aber nicht so schlimm gewesen. Ich habe die Schiebefenster ja blockiert, dass die nicht aufgeschoben werden können. Ich habe hinten zwei komplette Security-Schlösser dran. Aber ihr seht, da hat jemand versucht, mein Schloss aufzubrechen.
Das nervt schon, wenn die Leute da das Zeug kaputt machen. Und hier die Verriegelung. Also die Verriegelung, die Schiebetür, die ist ja leicht aufzubrechen. Aber mit dieser Verriegelung hier, die schreibe ich euch unten in die Kommentare rein. Ich habe da sogar noch eine bessere gefunden. Die verlinke ich euch unten mal. Die Schiebetür war vorher im Anker drin. Das heißt, das Schloss ging voll auf Anschlag. Das heißt, es hat jemand versucht, die Schiebetür aufzumachen. Ist aber hier nur noch hier dran hängen geblieben. Also das war sozusagen der letzte Einbruchschutz. Und jetzt gehen wir mal vorne rein. Weil theoretisch, sie kamen ja bis jetzt noch nicht rein. Hier in den vorderen Fahrraum kommen sie ja rein, weil sie ja den Schlüssel dazu haben. Dann haben wir uns als erstes gewundert. Jago, sein Bett war ja weg. Die Teppiche hier waren ausgehebelt. Hier hinten, hinter den Sitzen. Warte, ich muss mal kurz. So. Hier, die Kisten, die waren alles ordentlich zugemacht. Die haben sie durchwühlt. Hier haben wir nur Jago sein Zeug drin, die Leine, sein Abtrockentuch, sein Spielzeug. Das ist alles, was die nicht wirklich wollten. Normalerweise ist es ordentlich zu. War auf. Und ihr seht die Trennwand. Da sind sie mit den Schmiergriffeln dran. Das haben sie versucht aufzuhebeln. Da auch schon ganz schön viel dran rumgebogen. Aber das Ding war ja richtig gut oder ist richtig gut barrikadiert. Und ich habe ja die Trennwand seitlich noch überall in den Ausschnitten von hinten mit Panzertape zugemacht. Das Panzertape ist meistens weggerissen. Und in einem Fall, das zeige ich euch jetzt mal, jetzt gehen wir mal in die Innenraum. In dem Fall da unten haben sie es sogar wirklich weggeschnitten, dass die da reinschauen konnten. Hier. Und da hinten auch. Also das haben sie wirklich überall weggemacht, dass sie da rankommen konnten. Aber sie sind nicht reingekommen. Ihr seht ja, wie gut das verbarrikadiert ist. Aber wirklich, ihr seht, da die Fingerabdrücke. Da musste jemand wirklich schmierige Hände gehabt haben und versucht haben, da das wie wild da rumzubiegen. Und da auch. Aber es war einfach zu stabil, das haben sie nicht hinbekommen. Die haben auch hier wirklich bei mir den Joker, der war eigentlich, hier, ihr seht den, der war eigentlich hinter der Verkleidung, die haben wirklich da alles durchsucht. Die Kabel hier haben sie seitlich rausgeholt. Ich weiß nicht, was sie sich davon erhofft haben, ob das irgendwie Zentralverriegelung ist oder sonst was. Keine Ahnung. Also, sie haben sich Mühe gegeben, hier reinzukommen. Und, jetzt zeige ich euch noch was. Ihr seht es, vielleicht mache ich mal ein bisschen schärfer. Sie haben echt versucht, hier das Schloss anzubohren. Da seht ihr, da oben. Aber wahrscheinlich ist es abgebrochen. Man sieht hier auch im Zylinder, da ist die Bohrerkante irgendwie hängen geblieben. Ja, ein bisschen haben sie mir das Schloss versaut. Aber immerhin, hey Leute, sie sind nicht reingekommen. Alles noch da, wo es sein sollte. Und ich würde mal sagen, die nächsten Tage ist hier ein bisschen sauber machen, putzen angesagt. Ich bin wirklich so froh, dass sie es nicht geschafft haben, reinzukommen. Aber sie haben es probiert. Und nicht nur ein bisschen, sie haben es richtig probiert. Und hätten wir nicht so gut verriegelt, sie wären reingekommen, sage ich euch. Ja, wir haben uns ja vor unserer Abreise richtig Gedanken gemacht und viele Informationen eingeholt, gerade was auch die Sicherung des VW-Bus antrifft. Und ganz ehrlich, Leute, diese Tipps sind Gold wert. Weil wer schon mal ausgeraubt wurde oder wer auf einmal sein Fahrzeug im Ausland hat und die ganzen Geräte fehlen oder alles kaputt ist, da ist die Reise ja schon fast vorbei. Also du kommst hin, willst deinen Camper abholen und auf einmal fehlt da alles. Da würde ich so einen Hals kriegen, würde ich da. Sichert eure Fahrzeuge, wenn ihr die nicht im Container habt. Im Container sind sie relativ sicher. Aber wenn ihr sie roh verschifft, also roll-on, roll-off, im Hafen abgibt, die aufs Schiff gefahren werden von Fremden, auf dem Schiff sind für ein paar Wochen. Oder selbst, ich habe von dieser kurzen Verschiffung, wir hatten ja auch nach Kanada verschifft, von Europa aus. Und selbst da wurden bei manchen die Fahrzeuge ausgeräumt. Und nicht nur irgendwie mal kurz die Mütze geklaut oder die Unterhosen durchwühlt. Nee, die teilweise wirklich die Stromumwandler, die ganzen Elektrogeräte rausgebaut. Klar, die Leute verhökern das auf eBay oder sonst wo. Und ihr kommt dann an und habt nichts mehr. Für den T3 und für den T4 ist mir eingefallen, wie kann ich euch helfen? Ich habe mir gedacht, ich werde solche Trennwände professioneller bauen. Also wirklich, wer so eine Trennwand will,
Sagt Bescheid, ich baue euch die. Weil ich habe jetzt wirklich gesehen, diese Trennwand, wenn ihr verschifft, klar, die kostet Geld, aber sie wirklich, sie ist Gold wert. Und wenn die richtig gemacht ist und richtig stabil ist und keiner mehr reinkommt und ihr noch ein paar andere Sicherheitstipps beachtet. Und das ist jetzt die einmal, wir haben jetzt den Unimog, warte mal, zweimal verschifft, einmal nach Kanada und einmal von den USA nach Europa. Dann haben wir den VW-Bus jetzt verschifft von Amsterdam nach Kanada und von Cancun, nee, von Veracruz, Entschuldige, von Veracruz ist er jetzt gerade gekommen nach Bremerhaven. Und ja, wir sind ganz froh drum, dass alles gepasst hat. Jetzt geht's aber weiter, wir müssen noch ein bisschen was machen. Bis dahin!